Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Entschuldigung, fängt gut an. Ich bin so gar nicht vorbereitet. Ich weiß nämlich nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir hatten die Werwölfe, die sind mal losgeworden. Gegen die hatten wir gekämpft. Wir hatten ein oder zwei Banditen, die wir irgendwie losgeworden sind. Richtig. Diebe hatten wir. Wir hatten aber auch hier noch Banditenlager. Ich entsinne nämlich. Wir müssen uns um die Leute kümmern. Und ich glaube, genau, wir hatten hier Probleme mit unserer Rekrutierung. Weil nicht genug Eisen. Das Übliche. Wir haben keine Materialien. Hier gibt es Stein, Kupfer. Hier gab es auch mal Silber, glaube ich. Mich entsinnen zu können. Das ist schon alles wieder weg. Das ist gar nicht wahr. Das ist ja wohl. Meine Güte, nee, der. Das ist, ja. Ja. Ist es, wie es ist. Also. Macht doch alle, was ihr wollt. Ist ja schlimm. So, was haben wir denn überhaupt? Wir hätten anzubieten 16 Bronzeschwerter, gleiche Anzahl an Holzschildern, schon nicht verkehrt. 2 Eisenschwerter. Hoho! Ja, von Stahl sind wir kilometerweit entfernt. Hier haben wir eine Waffenschmiede, die nichts zu tun hat. Warum hat die Waffenschmiede nichts zu tun? Da sind noch ein paar Silberbarren. Ach ja, genau. Ich entsinne mich, wir haben 2 Eisenbarren sind auf dem Weg. Wenn da 2 Eisenbarren auf dem Weg sind. Also Silber, wir brauchen keine Silberdegen im Augenblick. Der ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber vielleicht sollte ich einfach mal so auf Verdacht 2 Eisenschwerter produzieren, wenn da schon Eisen unterwegs ist. Was haltet ihr davon? Ist das eine gute Idee? Hier haben wir keine Kohle mehr. Das ist gar nicht gut. War hier außer... Ah, hier war Kohle, genau. Und hier haben wir auch Kohleabbau. Okay, okay. Oh, wow, 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 wow. Ah ja, hier war auch irgendwie Kohleabbau in der Planung. Das ist schon alles wieder weg. Oh mein Gott. Ja, das war auch nur ganz, ganz wenig. Ja, genau, und ich hatte die Geologen losgeschickt. Eisenerz, Stein, Eisenerz. Wir müssen die Leute hier loswerden. Wir hatten ja die Geologen losgeschickt. Das war aber mehr so ein Reinfall. Die haben ja nichts gefunden. Ja, und in den Bergen, genau, das war das wahrscheinlich ich auch noch. In den Bergen haben wir auch nichts entdecken können. Da sah das genauso aus wie hier. Ne? Also hier nichts gefunden und so. Ja. Weiß ich nicht. Geologen bis jetzt irgendwie so. Habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. So, wer Steinbruch? Wir haben da, wer hat der noch was? Der hat noch 4 Einheiten. Immer schnell. Genau. Kohle da rumfliegen. Da wird irgendwie so ein bisschen Kupfer abgebaut. Da ist noch mehr Kupfer, das man abbauen kann. Und wir haben ein gegnerisches Lager entdeckt. Natürlich wieder irgendwelche Banditen hier rumhausen. Das ist, ja. Frag mich nicht. Da haben wir unsere Waldläufer. Genau, die hatte ich da rekrutieren lassen. Oh, hier ist Kohle. Eisen. Da ist ein bisschen Eisenerz, tatsächlich. Hier ist Kohle. Kohle. Und das wird auch... Ah ja. Okay, wir haben ein bisschen Kohle, wir haben ein bisschen Eisen. Aber so richtig begeistern tut das alles nicht. So. Okay. Wenn wir ein bisschen Kohle und ein bisschen Eisen haben... Die Waffenschmiede ist schon wieder fertig. Oh, das ist eine andere. Nee, das ist die von vorhin. Von vorhin. Die mit den Eisenschwertern. Da kommen 4 Eisenbarren. Du machst einfach mal so 5. Wenn da wieder was kommt, dann kann der sich da austoben. Was mit der anderen Waffenschmiede? Die ist tot. Da haben wir immerhin 5 Eisenbarren. Dann würde ich sagen, du hast auch 5 Eisenschwerter. Die Rüstungsschmiede, die ist wahrscheinlich auch tot. Die hat Aufträge, aber keine Materialien. Da sind Eisenbarren 0. Das ist schlecht.
Naja, genau, da haben wir immer noch das Problem mit den Dieben, deswegen hatte ich ja da die Kollegen hier, ne, rumrennen, wie heißen sie nochmal gleich, die Waldläufer. Hier muss irgendwo ein Diebeslager sein. Moment, das sind Banditen. Hier so, da, die müssen da irgendwo in der Gegend, müssen die sich aufhalten. Das ist wahrscheinlich so, das ist hier, ja. Gut. Damit haben wir uns erstmal wieder ein bisschen Überblick verschafft für diese Aufnahme-Session und jetzt ist die Frage, mit welchen Banditen lege ich mich denn zuerst an? So, schauen wir doch mal, wie unser Personal hier so bestückt ist. Wir hätten hier anzubieten 10 einfache Soldaten, da habe ich 10 Veteranensoldaten und hier habe ich glaube ich nochmal 10 einfache. 5! Das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig. Wie sieht es hier denn jetzt aus? Was habe ich gesagt? 16, ne? Ja, da machen wir. Mal kommen hier nochmal, zack, Nummer 5. Beziehungsweise direkt mal 10, dann habe ich ein bisschen auf Reserve. Was nicht verkehrt ist. Habe ich genügend Leute? Das ist die andere Frage. Was sind Träger? Bla bla bla. Wir haben nicht genügend Wohnraum. Das ist schlecht. Schau mal, ob ich da was machen kann. Bevölkerung, das ist Nahrung, hier ist Bevölkerung. Wie es ist, ich kann mir das nicht merken. Das große Dingen hier kriege ich nirgendwo unter, ne? Zumindest also jetzt hier nicht in diese Gegend. Wie sieht es mit den kleineren aus? Na gut, okay, hier wird es ein kleines hin. Okay, da würde ein weiter. Gut, was habe ich jetzt gemacht? Ah ne, alles gut. Gut, immerhin 2 kleine. Geht noch mehr? Geht noch mehr. So. 3 kleine. Besser als nichts. Was müssen wir noch machen? Sammelhütte immer noch. Und wir brauchen auch ein Baustellencamp. Wäre die Überlegung wert? Geht das hier noch hin oder habe ich jetzt schon wieder alles verbaut? Ich verbaue ja immer alles ganz gerne. Baustellencamp. Kunstschmiede ist kein Baustellencamp. Das will ich da nicht finden. Baustellencamp? Ernsthaft? Na ja, gut. Hier geht nichts. Theoretisch würde ich hier eins hingesetzt bekommen. Bringt mir das was an der Stelle, ist die nächste Frage. Wo könnte man hier sinnvollerweise ein Baustellencamp unterbringen? Warte mal, wir müssen uns ja auch hier in diese Richtung irgendwann mal ausweiten. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, was ich jetzt hier gerade überlege. Man könnte auf Verdacht für entsprechende zukünftige Aktionen einfach mal hier so ein Baustellencamp hinsetzen. Und dann, weil wir hier noch überhaupt so keine Anknüpfung haben, hier so einen parallelen Weg etablieren. Moment. Vielleicht dann doch besser so. Was war das denn jetzt schon wieder? Wieso hat er nicht angedockt? Das ist doch alles wieder nur Kappes hier. Da bitte dran und da. So, warum nicht gleich so? Manche Sachen sind nur etwas seltsam. So. Ja, wie gesagt, ist einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Für Dinge, die vielleicht mal irgendwann anstehen könnten. Apropos Wege. Ja, dann machen wir das sogar noch so. Dann habe ich hier auch noch mal so ein... Nein, das hat sein. Auch noch mal so eine Anknüpfung ist vielleicht nicht verkehrt. So gesehen. Irgendwelche scheiß Banditen greifen meine Leute an. Entdecker. Waldläufer. Ja,
Ja. Okay. Hilft nichts. Wir müssen uns mal so langsam aber sicher hier zu Wehr setzen. Der hat immer noch 4 Einheiten Kohle darum existieren. Das ist erstmal soweit nicht verkehrt. Habe ich da immer noch Leute? Oder weil ich das weiße Fähnchen da gerade sehe? Nee. Achso, nee, 0-0, alles klar. So soll es sein. Ja, Moment, was ist jetzt hier los? Immer noch Pause? Ja, da hat das gar nichts mehr, ne? Da hast du jetzt doch. Oh. Ja gut, wenn das so ist. Beziehungsweise, wie sieht es denn jetzt hier aus? Der kriegt da hier ständig Eisen. Da habe ich ja gesagt, der soll machen. Wieso kriegt der. Ist er deaktiviert? Oh shit. Oh shit, was habe ich da gemacht? Wann, warum habe ich dieses? Irgendwie muss ich mal irgendwie eine Überlegung gehabt haben. Wo es mir sinnvoll erschien, ist das zu tun. Wahrscheinlich wegen Waffen, dass ich Waffen dringender brauchte und ich dann gedacht habe, okay, dann gehst du mit der Rüstung mal etwas andere Wege. Und ja, das wird wahrscheinlich der Hintergrund gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Okay, so, Moment. Das ist alles gar nicht so verkehrt. Na, schauen wir mal. Wir haben jetzt hier immerhin schon mal 13 Eisenschwerter. Wir haben hier noch ein bisschen was an Holzschildern. Wir haben, wieso sehe ich da, waren wir noch 7. Wenn wir davon 7 haben, komm, egal, ich gehe noch mal hier auf 5. So. Einfach, damit wir die Leute haben. Wie sieht es jetzt hier aus? 10 von 10, 10 von 10 und 10 von 10. Das ist schon mal nicht verkehrt. Hier habe ich 18 Draufgänger, 4 Waldläufer, aber keine Reserve. Irgendein Dieb hat hier wieder irgendwelchen Ärger gemacht. Was sagt die Zeit? Von der Zeit her wird es noch klappen. Folgendes, übliches Vorgehen. Kurz mal speichern. Neuer Speicherplatz. Ja, ich weiß, ich muss wieder aufräumen. Zurück zum Spiel natürlich. Und einmal geschaut. So, wo sind die Köpfe? Da. Die sind da. Nämlich doch. Genau. Einmal die Kollegen, die hier sowieso schon Wache schieben. Und die sollen angreifen. Und zwar hier so mittendrin. Dann die Kollegen kümmern sich bitteschön dann schwerpunktmäßig um diese Banditen und jene Kollegen schwerpunktmäßig um jene Kollegen. Und dann schauen wir mal, was denn da so passieren mag. Falls, ja, also passieren wird auf jeden Fall etwas. Ne? Das steht ganz außer Frage. Frage ist halt, was wird passieren? Und wie schlimm wird das Ganze? Und die, lohnt sich das Ganze hier? Achso, da kann ich das nicht sehen. Ich gehe mal mit meinem Mauszeiger da so ein bisschen aus dem Weg. Wir gehen mal hier so ein bisschen näher ran ans Geschehen, soweit das möglich ist. Und juhu, die stürzen sich damit Feuereifer auf die Banditen, so soll es sein. Also die ersten fallen und das erste Lager ist Geschichte. Sehr gut. Auch hier wird eifrig gekämpft und Banditen versuchen sich durchzusetzen. Glückt ihnen jetzt nicht so wirklich. Und auch das zweite Banditenlager ist Geschichte. Man glaubt es kaum. Das ging ja besser als geschnitten Brot oder so. Keine Ahnung. Also besser als erwartet. Freut mich natürlich sehr. Freut mich sehr. Gut, ich kann meine Leute, die übrig geblieben sind, die kann ich jetzt erstmal hier wieder zurückschicken. Ihr braucht da nichts zu machen. Ich höre Kampfgeschrei. Hey, muss ich mir eingebildet haben. So. Ja, bitteschön auch wieder hierhin zurück. Dito mit euch. Die Patrouille hat sich, glaube ich, jetzt auch erledigt. Das ist Gebietserweiterung. Nee. So, zack, Poingens. Haben wir das. Sehr schön, freut mich. Das ist doch mal was Feines.
zwei Banditenlager weniger. So, wir kriegen hier Stein, Stein, Eisenerz. Immerhin. Bisschen Stein, bisschen Eisenerz. Moment, gegnerisches Lager wurde schon. Schon wieder irgendwelche Banditen hier irgendwie mehr. Die machen immer Ärger. Die machen immer Ärger, da machst du nichts. So, ich habe hier 10 einfache Soldaten rum existieren. Ich habe hier aber weiter kein Fachtum. Einen Augenblick, da habe ich Waldläufer. Hier habe ich eigentlich Wachen, die sind aber alle aufgerieben. Und hier auch. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, Moment. Eins nach dem anderen. Ich würde... Sind das hier die richtigen? Ja. Ich würde die jetzt hier komplett abziehen wollen. Dafür brauche ich hier Wachen. Und da würde ich tatsächlich auf die Kollegen hier gehen. Habe ich Holzsperre? Ja, dann erstmal hier schon mal 10 Leute rekrutieren. Ich brauche aber noch mehr Holzsperre. Ganz eindeutig. Holzwerkstatt. Du gehst jetzt hier erstmal und machst hier gefühlt 30.000 Holzsperre. Was ist mit der Holzwerkstatt? Die macht im Augenblick gar nichts. Ich würde auf Verdacht hin nochmal gehen, so, ja, ihr macht mal hier so 10 von den Holzschildern, damit ich einfach noch ein bisschen Reserve habe. Für den Abfall des Falles. Was brauchen wir sonst noch an Holzgeschichten? Zahnräder. Fackeln. Wie sieht es mit Fackeln aus? Komm, du machst dann auch mal, wenn sich das irgendwie ergeben sollte, machst du dann mal, ja, mach mal ruhig so 20 Fackeln. So, und der soll sich erstmal um die Holzsperre kümmern. Ich glaube, damit sind die erstmal gut bestückt und so. Habe ich noch mehr Holzwerkstätten oder habe ich noch eine dritte, von der ich nichts weiß? Oh, sehr gut. Du kümmerst dich mal so um ein paar Zahnräder. Ein paar Zahnräder und, ja komm, mache ich 10. Ja. So, habe ich jetzt alle beglückt. Mit irgendwelchen Aufträgen. Das Eisen unterwegs, das Kohle. Du machst mal so auf Verdacht 5 Eisenschwerter. Wie sieht es hier mit den Rüstungen aus? Die sind in Arbeit. Also Rüstung und Schilde. Sind in Arbeit. So. Okay. Ja. Aktuell keine Aufträge. Sehe ich das richtig? Gehe ich auf Eisenlanzen? Nee. Ich spare mir die Ressourcen. Ich gehe hier nochmal auf Schwerter. Das ist, glaube ich, wichtiger. So, Baustellencamp ist fertig. Womit dann auch ein weiterer Meilenstein abgeschlossen ist. So, Rudele. Kohle. Wachturm, da hatte ich... Ah, da haben die sich jetzt hinbegeben. Moment. Prinzipiell nicht verkehrt. Vielleicht mal hier so ein bisschen gucken. Und sich entsprechend ausweiten. Die Kollegen hier, wenn die irgendwann mal da sind. Ah, was mache ich denn wieder? Die Kollegen dürfen sich dann hier so ein bisschen umgucken. Ja, den Pinroid da mal hin. So. Stein, Eisenerz, Stein, Kupfer
Kalkstein, Eisenerz, Eisenerz, Stein. Hier gibt es einiges an Eisenerz. Das ist schon mal nicht verkehrt. Einen Augenblick. Ich werde mich auch in diese Richtung irgendwann mal weiter ausweiten wollen müssen. Wie auch immer. Schon wieder Banditen, der Ärger machen. Einen Moment mal eben. Wo war das jetzt? Ich glaube, bei Holz, ne, komischerweise. Holz und Stein, Baustellencamp. Dann setze ich doch vielleicht einfach mal, weil sich das gerade so anbieten würde, eventuell. Vielleicht sehe ich das ja auch wieder falsch. Hier so ein Baustellencamp hin. So, folgendes. Einmal, wo habe ich hier einen Weg? Da. Mal den. Dann. Na. Guck doch da an. Dann einmal so ganz plump. Hier so schräg rüber. Dann brauchen wir dringendst Eisen. Eisentagebau ist angesagt. Das wäre dann vorzugsweise. Dann setze ich den mal da so hin. Und dann brauche ich natürlich noch einen entsprechenden Weg dorthin. Den kriegen wir auch noch. Fast perfekt, würde ich mal sagen. So. Gut, das wären die Geschichten für diese Folge. Ich guck mal, dass ich wieder so ein bisschen ins Wasser komme. Stunden später. So. Habe ich jetzt meine Lieblingsposition. Egal. Falls ihr euch wundern solltet, warum macht er das? Das hier, das ist relativ neutraler Hintergrund. Und sollte ich hier diesen Bereich nutzen für meine Thumbnails, sag ich mal immer ein, ne? Gutes Aussehen auf die Thumbnails packe, ja, hier den Quadratschädel hier. Dann ist das beim, wenn ich das ausschneide, also den Hintergrund weghaben möchte, ist das etwas einfacher, als wenn ich da irgendwie so wildes Gewusel im Hintergrund habe. Daher, so ist das Rätsel auch gelöst. Ist alles hier berechnet, alles mit berechnet. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Vielen lieben Dank dafür, dass, wie ich das so verfolgt habe, im Augenblick dieses Let's Play von euch sehr stark geguckt wird. Freut mich sehr. Ja, ich würde mich natürlich auch entsprechend freuen über Likes, Kommentare und natürlich auch Abos. Ja, immer wieder gern gesehen. Aber erstmal vielen lieben Dank für euren Support. Freut mich sehr, 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 dass das hier so angenommen wird. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ihr müsst immer die erste Folge in der Aufnahme testen, ja, für die entsprechende Woche. Diesmal ist ein bisschen chaotisch, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber wir haben unsere Richtschnur, unsere Wege für die nächsten Folgen schon mal so ein bisschen gelegt. Und da setzen wir jetzt weiter an und schauen mal, was dann noch so alles kommen wird. Aber ich werde mich auf jeden Fall darum diese Banditen kümmern dürfen müssen, wie auch immer. Bis dahin, alles Gute, genießt und nutzt die Zeit.